Willkommen zu «Fäusi Federal», das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter, hier direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim. Mein Gast heute ist Sarah Wyss, SP-Nationalrätin aus Basel-Stadt und eine richtige Milizparlamentarierin, weil du schaffst im Gesundheitswesen, du bist Leiterin ärztliche Direktion von der Universitären Psychiatrischen Dienst in Bern. Willkommen. Ich habe einen Walliser Blanc de Noir, also es ist eine Art Weisswein, den man aus roten Trauben macht. Ganz hell daherkommt. Den gibt es in der Galerie des Alpes, die ist voll von Wattländer und Walliser Wein, halt kein Basler Wein, aber... Es geht, so viel Wein haben wir auch nicht, von dem her, der Walliser ist schon gut. Zum Wohl. Merci für den Besuch. Ja, wenn ich eine Sozialdemokratin da habe, jetzt müssen wir schon noch einmal drüber reden. Alain Berset. Er tritt relativ unvermittelt, zumindest für mich, vor Medien, sagt, ich habe genug, Ende Jahr ist fertig. Ist es für dich auch überraschend gekommen? Ja, also sein Rücktritt ist für mich wahrscheinlich gleich überraschend gekommen wie für viele andere auch. Ich habe gefunden, er ist jetzt nicht amtsmüde gesehen. Er hat noch viele Projekte gehabt und im Vorgehen. Von dem habe ich das so zur Kenntnis genommen. Aber ich glaube, jetzt ist er mal auch noch zurückblicken, was hat er alles können machen, wo sind überall auch vielleicht noch Felder offen, wo dann die nächste Person auch muss machen. Aber ich meine, wir haben jetzt wirklich auch genug Zeit, um uns zu überlegen und um eine geeignete Kandidatin oder Kandidat zu suchen. Das ist ja außergewöhnlich, so weit voraus. Ich glaube wirklich, ich bin schon lange in dem Haus, aber das habe ich noch nie erlebt, irgendwie ein halbes Jahr. Das ist wahnsinnig lang. Und sehr schön, ich mir überlegt, was bedeutet das, wenn man so lange Zeit hat? Ja? Ja, ich weiss nicht, ob es besser ist oder nicht besser. Ich meine, man organisiert sich bei dem Rücktritt, von Simonetta, haben wir ja auch relativ schnell sehr gute Kandidatinnen gehabt. Aber ich denke, es ist am Schluss sie entscheidet, wenn er es bekannt gibt. Mhm. Und das gilt zu akzeptieren. Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Mhm. Aber ich glaube, am Schluss spielt es auch nicht so eine Rolle, sondern das Wichtige ist, dass wir jetzt mal, also zuerst mal abwarten und die Leute können sich jetzt auch Gedanken machen, ob sie sich das vorstellen können. Die Parteileitung hat ein bisschen Tempo rausgenommen und gesagt, ja, wir dürfen dann erst das Verfahren genau anschauen mit dem neuen Fraktionspräsidium, das die SP am 1. September bestimmt. Das führt ein bisschen dazu, dass es jetzt ein bisschen abgeflaut ist und so. Und gleich, ein Favorit ist aus Basel schon wieder. Ja, ist Basel jetzt an der Reihe? Ja, also ich glaube, das erste Mal eine Favoritenrolle zugesprochen bekommen, ist meistens nicht gut. Das hat man das letzte Mal gesehen. Wenn das so früh so ist, von dem her würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ich denke, mit Beat Jans, das ist so, als Regierungsratspräsident aus Basel-Stadt, langjähriger Nationalrat, haben wir tatsächlich eine sehr, sehr valable Person. Wir haben jemanden aus einer Stadt, die noch ein bisschen in dieser Regierung fehlt. Also er würde jetzt sicherlich alle Kompetenzen mitbringen. Und er wird sich das überlegen, ob er das möchte machen. Und dann wird zum Schluss das Parlament entscheiden, ob sie das genau so sieht, aber ich glaube, wir haben auch noch viele andere. Jan Pult beispielsweise eher jünger, aber doch sehr, sehr begabt, wo ebenfalls in Frage kommen. Ich glaube, wir haben genug Leute und von dem her würde es mich natürlich freuen, wenn Basel-Stadt vertreten wäre, aber ich denke, am Schluss zählen ja auch die Kompetenzen. Mhm. Und der Beat bringt die jetzt halt einfach mit. Also du könntest dir so auch überlegen? Ja, ich kann mir das auch überlegen. Und natürlich tut man mit dem Gedanken ein Stück weit spielen, etc. Und für mich ist jetzt im Moment noch zu früh. Ich meine, wir haben jetzt Sommer, wir kommen von einem sehr anstrengenden halben Jahr mit der ganzen CS-Geschichte. Und von dem her würde ich mir den Sommer schon auch noch nehmen, um mir das überlegen, ob das überhaupt in Frage käme. Und ich würde mich dann auch im September dazu irgendwie auch äußern. Jetzt, die Frage ist, du hast es erwähnt, Jan Pult, der so ein bisschen gehypt worden ist, ist eher jünger. Der Beat Jans ist eher ein bisschen älter. Aufgrund von deiner Erfahrung, was findest du besser, wenn jemand jung Bundesrat wird? Auch so wie der Alain Berset, sehr jung Bundesrat geworden, oder? Ist das eher ein Nachteil? Also ich glaube, fürs Land, am Schluss muss es ja gut sein fürs Land. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass er Kompetenzen mitbringt und eine gewisse Erfahrung. Und die Erfahrung kann ganz unterschiedlich aussehen, aber ich glaube, die Erfahrung spielt schon auch eine Rolle. Auch, dass man nochmal ein bisschen besser auch die Rolle der Kantone kann verstehen. Also ich glaube, jemand mit Exekutiverfahrung hat sicher einen Vorteil, einfach weil er schon eine gewisse Erfahrung hat, aber es ist nicht zwingend notwendig. Und wenn man jetzt bei Alain Berset schaut, er war sehr jung und in den ganzen Jahren, muss man sagen, war auch sehr ein guter Bundesrat. Es ist nicht so, dass jeder Entscheid unumstritten war oder dass ich den unterstützt hat. Aber gesamthaft war er auch ein sehr guter Bundesrat gewesen. Aber mit der Simonetta, die ja ein bisschen älter war, sind wir auch sehr gut gefahren. Von dem, ich glaube, das Alter ist nicht entsprechend. Also. Jetzt ist das Entscheidende, wird sie dann wieder, wie sich Kandidatin oder Kandidat präsentiert, oder? Ich meine,
Ja, es ist einfach, es ist ein bisschen meine These. Kannst du dann sagen, ob sie stimmt oder nicht? Wenn du SVP-Kandidatin bist oder SP-Kandidat, du musst einen Slalom machen. Du musst zuerst bei der Fraktion sehr auf Parteilinie sein. Und kaum bist du auf dem Ticket, musst du halt in die Mitte, weil das Parlament ist mehr als deine Partei. Und das traue ich halt dem Beat Jans eher zu, als ich es wirklich der Eva Herzog zutraut habe. Weißt du, du musst in die Mitte rücken. Oder stimmt das nicht? Also, ich meine, Eva Herzog hat als Finanzdirektorin zum Beispiel in Basel-Stadt immer hervorragende Resultate gemacht. Die ist weit bis ins bürgerliche Lager extrem akzeptiert gewesen, weil sie Sachpolitik gemacht hat. Und sehr konkret. Und auch ab und zu von der Parteimeinung ziemlich abgewichen ist. Und ich glaube, am Schluss, ich meine, in einer Regierung, das ist halt kein Parlament. Und in einer Regierung muss man halt auch Kompetenz haben, durchaus eine Meinung zu haben, aber dann auch Kompromisse einzugehen. Und ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn man sich als Kandidat oder als Kandidatin verstellt. Ich glaube, die Leute auch im Parlament, die sind nicht so dumm. Die merken das. Also ich glaube, das Wichtigste ist die Authentizität, die man zeigen muss. Vielleicht, wohin man gerne würde wollen gehen. Und dann aber auch Kollegialität ein Stück weit leben. Und wir haben Verhältnisse, wo jetzt, politische Verhältnisse, wo jetzt SP einfach schlicht nicht in der Mehrheit ist. Und ich glaube, das ein Stück weit auch können zu akzeptieren und trotzdem gewisse Schwerpunkte können setzen, können Mehrheiten zu finden. Das ist eigentlich am Schluss Kunst. Und das erwarte ich dann eigentlich auf die zukünftige Person. Ja. Also in dem sind ja SP-Bundesrat extrem gut. Also wirklich, das staune ich als Bürgerlichen immer, wie gut ihr das anbringt als 16,8% Partei. Das ist ja beeindruckend. Ich habe manchmal das Gefühl, ihr habt mehr Sensorium für die Macht und wie man sie einsetzt. Ja, also wenn du jetzt die Macht ansprichst, was heisst Macht? Also Macht ist natürlich wichtig, um etwas zu bewegen. Ja. Und ich glaube, wenn das der Antrieb ist, dass man wirklich eine progressive Kraft will einbringen. Ja, inhaltlich. Die Motivation ist inhaltlich. Und ich glaube, dann schafft man das auch, die Deals. Weil einfach auf Opposition gehen, bringen wir das Land nicht vorwärts. Und ich glaube, wir haben wirklich auch sehr Glück gehabt und haben immer wirklich sehr gute Leute, die das wirklich auch schaffen. Und auch einfach die Gemeinsamkeiten, die man ja auch durchaus mit einem bürgerlichen Politiker oder Politikerin hat, die rauszustellen und sagen, dort haben wir jetzt etwas gleich und dort können wir weitergehen. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen die Gemeinsamkeiten rausstreichen und ein Stück weit Differenzen, dann manchmal auch einfach Differenzen sein zu lassen, das ist eine Kompetenz, die unsere Bundesrätin einfach hatten bis jetzt. Und weißt, im Schweizerischen System muss ja dann jemand in die Opposition gehen mit einem Referendum und so. Auch das könnt ihr keinem gut. Oder? Ich meine, es ist ja so ein Balanceakt. Man ist Teil von der Regierung, Teil von der Exekutive, Teil, also hat auch Leute in der Verwaltung und so. Und gleichzeitig, jemand, die muss auch mal richtig schiessen. Das ist noch in unserem System. Oder? Ja, aber ich glaube, das ist ja schön an der Schweiz. Also, wir können wirklich konstruktiv und mit Kompromiss arbeiten. Und wenn man dann wirklich sieht, da geht, das ist jetzt einfach wirklich überhaupt nicht das, was wir haben wollen, haben wir die Möglichkeit, weil wir auch so viele Mitglieder haben, natürlich auch ein Referendum zu ergreifen. Und noch Gewerkschaften haben wir noch. Ich meine, die organisieren notfalls ein Referendum in, ich weiß auch nicht, 10, 15 Tagen, oder? Ja, Gewerkschaften sind relativ stark, aber man muss auch sagen, es gibt gewisse Themen, wo natürlich Gewerkschaften überhaupt nicht involviert sind. Ja, zum Beispiel Europa vertreten sie vielleicht, ich sage jetzt ein bisschen eine andere Haltung, aber ich glaube, es gibt Themen, wo man enger mit ihnen zusammenarbeitet und andere, wo man einfach schlicht von der Themenaufteilung. Ja. Aber es ist sicher so, dass wir einen grossen Rückhalt haben, auch in der Bevölkerung, und das sieht man bei den Steuerthemen, wo wir immer wieder gewinnen. Also ich meine, das zeigt schon... Ausser jetzt geht's. Bei der Mindeststeuer. Ja gut, aber da bin ich halt auf da habe ich eben auch gewonnen. Da bin ich auf der anderen Seite gewesen. Da bin ich für die Steuerreform gewesen. Von dem her ist es für mich gut rausgekommen. Und ich bin einmal auf der Seite von Cedric Wermor gesehen, habe es nicht so gut gefunden. So ist es manchmal. So kann das Leben gehen. Jetzt nochmal zum Alain Berset und langsam auch zum Gesundheitspolitik, weil das ist ein Herzensthema von dir. Du bist auch ein Ersatzmitglied in der entsprechenden Kommission. Was würdest du denn sagen, was ist die grösste Errungenschaft von Alain Berset? Jetzt als erstes allgemein, also nicht nur Gesundheitspolitik. Ich glaube, fange ich vielleicht allgemein an. Ich glaube, der Alain Berset hat viele Sachen auf den Weg gebracht. Und er hat versucht, das ist dann leider zum Beispiel der AHV, die Altersvorsorge, die dann aber gescheitert ist vor dem Volk. Ich glaube, das wäre eine riesen Errungenschaft gewesen. Da hat man eigentlich das erste Mal quasi beide Seiten, oder ich sage jetzt wirklich... Ein Teil von beiden Seiten, aber wirklich einen Kompromiss gefunden. Ja. Und das ist für mich so eine wirklich ein grosses Projekt. Das war ein wahnsinniger Deal gewesen. Ich meine, ich habe es mal geschrieben, wie er das in seinem Büro mit dem Christian Löwera, mit den Gewerkschaften, mit dem Arbeitgeberverband, wie die das ausgeküchelt haben, oder? Es ist nachher halt einfach
die jeweiligen Vertreter, die Linken haben die ganz Linken nicht dabei gehabt und der Arbeitgeberverband hat die FDP nicht dabei gehabt. Darum ist es am Schluss gescheitert. Genau, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo mir auch am meisten wehtut, weil ich glaube, das war wirklich wichtig, dass man dort einen Schritt vorwärts kommt und jetzt sieht man einfach eine Blockade nach der anderen. Ja, letzten Herbst haben wir eine Reform durchgebracht. Einfach nicht eine, die du nicht hast willst. Ja, aber es war eine sehr einseitige Reform gewesen. Also im Vorfeld hat man ja wirklich beide zusammengenommen und gesagt, es ist eben ein Aushandeln gewesen, weil sie gehören ja de facto auch zusammen. Und jetzt tut man das ein Stück machen. Die AHV-Reform, da sind wir dagegen gewesen, weil es einfach schlicht nicht gelenkt hat von dem, was gekommen ist. Es ist auch nur eine Verschlechterung gewesen. Jetzt haben wir die BVG-Revision, wo es eigentlich auch einen Kompromiss gegeben hat, wo leider wieder keine Mehrheit gefunden hat im Parlament. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Seilziehakte, wo ich das Gefühl habe, die sind jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Also es hat ein bisschen mehr gegeben von diesen, ich sage, Querelen, wenn man das so nennen will. Das denke ich so wie etwas. Und das andere, wo ich denke, wo der Alain schon immer, oder vor allem auch vorantrieben hat, ist schon im Gesundheitswesen auf der einen Seite auch mal die Kosten anzuschauen. Und wirklich der Wille zeigt hat, hey, wir können Sachen verändern, aber schlussendlich in gewissen Bereichen natürlich dann auch einfach blockiert worden ist von diesen vielen Akteuren, von diesen vielen Interessensvertretungen. Aber dort hat er aus meiner Sicht doch einiges können voranbringen. Also er hat dann mit den Strategien geschafft, wo ich, nachdem das Präventionsgesetz ja 2012 gescheitert ist, hat er dann mit den Strategien geschafft, wo man doch einiges, ich sage jetzt für Gesundheitsförderung, für das Gesundheitswesen können erreichen. Sicher, was denn? Also, weißt du, die Agenda, Gesundheit 2020, das ist ja ein riesen Papier gewesen, aber halt nicht abgestützt. Also, sogar ihr habt es kritisiert. Und, also, es ist natürlich. Was ist rausgekommen am Schluss? Also, ich glaube, wo man wirklich konkret ist, ich glaube, bei der seltenen Krankheit hat man wirklich etwas können erreichen. Ja. Wo man bei den Tarif hat man, ich sage jetzt, da sind wir noch am Tun. Ich hoffe, dass es im Herbst dann irgendwann mal auch der Tardok kommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Aber es ist natürlich, also, ich meine, ich bin jetzt schon lange im Gesundheitswesen, muss sagen, es ist eins der komplexesten Themen und es ist eins der grössten Interessen, also mein Gesundheitswesen mit 80 Milliarden Umsatz ist, hat so viel auch finanzielle Interessen. Und dort wirklich immer so ganz kleine Rädchen schrauben ersetzt, zum Beispiel, dass man etwas macht, also ganz konkret zum Beispiel für die Menschen mit seltenen Erkrankungen, hat man dann nach ganz langer Zeit etwas geschafft. Man hat Suizidprävention zum Beispiel wirklich vorantrieben. Mhm. Das sind natürlich so im Gesamtblick, das sind doch kleine Sachen. Aber wenn man anschaut, wie komplex das ist und wie schwierig es ist, etwas Kleines durchzubringen, denke ich, es sind wichtige Schritte gewesen. Es geht in die richtige Richtung. Man schaut die Versorgung an und man schaut die Kosten an und die müssen irgendwie matchen. Mhm. Und ich glaube, dort müssen wir auch daran weiterarbeiten. Tun wir die grossen Sachen ansprechen im Gesundheitswesen. Es heisst, es werden 6% teurer im Schnitt die Prämie. Muss man immer aufpassen, weil es gibt dann viele Kassen, wo es mehr ist, es gibt Kassen, wo es weniger ist und je nach Modell ist es nochmal anders und so. Oder? Aber die Zahl, die hat natürlich schon ein bisschen aufschrecken, auch mich. Was würdest du machen? Wenn jetzt du die nächste Bundesrätin wärst, also ich würde dann zwei Sachen ansetzen. Also das eine ist einfach, wer zahlt? Also wie ist die Last verteilt? Und das ist natürlich so, wir haben einen der unsozialsten Staaten, wie wir die Gesundheitskosten tragen. Also die chronisch Kranken zahlen sehr viel und natürlich auch die mit tiefem Einkommen. Und darum braucht es Prämienentlastungen. Das ist so quasi einfach zum... Aber das ändert noch nichts an den Totalkosten. Wir müssen uns auch einig sein. Hätte ich jetzt gerade gesagt. Genau. Aber ich finde, da muss man auch ehrlich sein. System, okay. Aber man muss es gerechter verteilen. Das ist so wie der sozialpolitische Aspekt. Mhm. Und dann gibt es den gesundheitspolitischen Aspekt. Und dort muss ich sagen, dort haben wir noch viel zu wenig gemacht. Dort muss man viel, viel mehr nicht auf die Quantität setzen. Man sagt immer so, möglichst viel, dann ist es besser, sondern viel, viel mehr auf die Qualität. Mhm. Und wenn man wirklich die Qualität in den Fokus stellen, also brauchen wir die Behandlung, wie können wir zum Beispiel auch die Vorsorge stärken, wie können wir überhaupt machen, dass die Leute gar nicht erst krank werden, das spart dann Kosten. Und ich glaube, mehr als, natürlich gibt es auch tarifliche Fragen, die man muss anschauen, Labors, es gibt einzelne Sachen, Medikamente, aber ich glaube, man muss vom grosse Gedanken. Man muss vielleicht auch die Vision haben, dass wir wirklich sagen, hey, der Patient, am Schluss machen wir das ja für die Menschen. Und der muss im Mittelpunkt stehen. Und bei diesen ganzen Diskussionen, sei das Kostenbremseinitiative oder was auch immer, da steht der Patient nicht im Mittelpunkt. Das sind dann rein kostengetriebene Sachen. Und darum, das ist so ein bisschen mein Ansatz, sage ich, wir haben einfach das falsche Finanzierungssystem. Wir haben das Finanzierungssystem, je mehr ich mache, desto mehr verdiene ich. Und das ist wie die Bürgerlichen kritisieren sie auch und sagen, wir haben ein mengenbasiertes System. Das Leistungserbringer, je mehr Menge sie verrechnen, desto besser kosten, desto mehr Lohn haben sie. Wir müssen übergehen, wir zahlen eigentlich das, was hinten rauskommt, nämlich der gesunde Patient, die gesunde Patientin.
Also, oder? Ich wäre zahm dafür mit der Qualität. Es gibt auch ganz spannende Studien, zum Beispiel aus Holland, haben sie so ein Pilotprojekt, wo sie das machen. Ich finde, das müsste man ausprobieren. Aber wo ich dann nicht einverstanden bin, ist, dass die Bürgerlichen natürlich schon angefangen haben mit dieser Privatisierung. Und ich sage jetzt, in diesem System, der Pseudo-Wettbewerb, führt zu einer Mengenausweitung. Und ich glaube, solange wir das Finanzierungssystem nicht geändert haben, ist so die Privatisierung wirklich falsch. Also ich bin wirklich für eine sehr Privatisierung von was? Vom gesamten Gesundheitswesen. Also man hat 2012, also 2009 mit dem KVG-Revision hat man natürlich die Spitallisten geöffnet. Man hat eine massive Ausweitung gehabt. Und jetzt kann man ja immer mehr Regulierungen, weil man wie gesehen hat, oh, die Öffnung damals, die Kosten gehen auf, die Versorgung wird nicht besser. Und jetzt versucht man zu regulieren in einem System, wo aber schon, also das ist eine Systemkritik, wo per se schon falsch ist. Weil, wenn man, solange man nach Mengen bezahlt wird, das ist wie wenn ich 5 Weckli verkaufe, dann ist es auch so, dann möchte ich die 5 verkaufen und nicht die 4, weil ich an die Versicherung komme. Aber wenn ich sage jetzt, wenn ich die Kundenzufriedenheit, wenn man so will, Patientenzufriedenheit, Qualität würde sagen, und sage, okay, 4 gute Weckli. Und ich brauche nicht 5, weil das 5, ich mag nicht mehr zum Beispiel, dann hat man etwas Positives. Mhm. Und das entspricht eigentlich dem Gedanken vom Service Public, weil im Service Public ist es eben die Leistung, die zählt und nicht die Menge. Und das kann man jetzt natürlich von bürgerlicher Seite sagen, ja, die ist ja wie die bürgerliche. Ich sehe es aber in einem Service Public-Gedanken, dass ich einfach sage, in die Richtung, wo wir gegangen sind, mit dieser Teilprivatisierung, haben wir das Problem mit verursacht. Und dort müssen wir wieder zurückgehen. Aber dann hast du ja weniger Qualitätswettbewerb, weniger Wahlfreiheit. Und es ist auch im KVG drin, dass eigentlich Patientinnen und Patienten können auswählen, wo sie hingehen. Damit sie das können, müssen sie Transparenz haben über Qualität. Und die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Also, das ist genau das Problem. Dann müssen wir doch einmal die Transparenz herstellen, oder? Das Problem ist ja immer, es scheitert sehr oft an den Doktor, oder? Weil am liebsten die Transparenz nicht haben. Eben, sie sind immer bei einem Qualitätstransparenzprojekt sind sie immer dabei, bis es ernst wird, dann gehen sie wieder, gerade kürzlich sind sie wieder verschwunden, oder? Vor 4 Tagen, ja. Genau. Jeffin ist Sozialdemokratin, musst du dir einmal anrufen und sagen, Kopf, was ist mit euch Doktor eigentlich los? Jeffin, also die von Gilli? Ah, nein. Die ist grüne. Die ist grün. Die ist von der Grünen. Entschuldigung, aber ihr seid ja zu 95% stimmen ihr ja überein, haben wir können lesen. Nein, ich glaube, Qualität muss einfach als Qualität ausgewiesen werden. Und die Frage, man streitet sich, ich meine, es gibt nicht die Qualität in der Medizin. Es gibt gewisse Standards etc. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen mehr alle Akteure und gerade auch die Leistungserbringenden, sei es auch Professionen, es gibt ja nicht nur die Ärzte und Ärzte, es gibt die Pflege etc. Und die müssen wir viel mehr ins Board holen, an Bord holen und dann auch eine Fehlerkultur können leben, auch, dass man darf Fehler machen, dass man sich darf verbessern. Und das ist in der Schweiz einfach nicht so. Und das ist ein Kulturwandel, wo ich denke, der auch Zeit braucht. Aber ich glaube tatsächlich, am Schluss kommen wir nicht über die Qualität, weil am Schluss, es nützt mir nichts, wenn ich 5 Operationen habe, wenn es mir dann halt schlechter geht. Und gleichzeitig verstand ich aber auch, in dem Finanzierungssystem, wo wir sind, und das ist wirklich meine Hauptkritik, muss man über irgendetwas Also du meinst, da muss ich noch, damit auch Zuschauer verstehen. Du kritisierst in dem, also das mengenbasierte Finanzierungssystem, letztlich das Tarifsystem, der Einzeltarif, eben, dass eine Ärztin, ein Arzt kann irgendwie so und so viel Ultraschall machen in der Schwangerschaft, und dann kommt man einfach Geld über, oder? Aber da glaube ich, da gibt's so viel, auch auf bürgerlicher Seite, würden da mitmachen, das zu ändern, zu Pauschalen zu gehen, oder eben Qualität auch zu bewerten am Schluss. Wenn sie gut ist, ist es gut, oder nicht? Also ich glaube, Pauschale ist eben auch ein Mengengerüst. Das ist ein bisschen das Problem. Also die DRGs, die sind wirklich auch schlecht. Also, weil DRGs haben genau die gleichen Fallanreize, weil dort zählt man ja auch nicht auf die Qualität. Also die Qualität ist dann wirklich ein kleiner, also es werden auch einfach Fälle bezahlt. Das heisst, ich habe auch mehr davon, wenn ich einen Kniefall bekomme, das ist am Schluss auch pauschal. Das heisst, egal ob es im Ambulant oder Stationären ist, ich glaube, das Problem bleibt bei dieser Finanzierung. Mhm. Also entweder sagt man eben, man geht Richtung Qualität, Qualitätsmessungen, da gibt es wirklich international so spannende Konzepte, die man könnte als Pilot machen. Oder man sagt, man geht Richtung, was andere Länder machen, man geht Richtung, ich sage jetzt, eine positive Verstattung. Und man sagt, das ist eine Grundleistung. Also ich weiss, das hören vielleicht nicht alle sehr gerne, aber ich meine, ich finde, man muss das offen können diskutieren. Man hat eine Grundleistung, man hat einen Grundlohn zum Beispiel. Der ist nicht abhängig, wie viel man macht, sondern das ist wie wenn ich SBB-Schaffhäuser bin, also der Zug. Ich fahre meine Strecken und bekomme dafür einen Fixlohn und dann vielleicht ein bisschen variablen Anteil. Und das ist natürlich, das wird uns nie gelingen so. Das wäre so ein bisschen das, was ich aber finde, wir müssen auch können offen diskutieren, ob es dann wirklich so viel schlechter wäre. Also nehmen wir nochmal das Beispiel von der Bäckerei und der Weckli, oder? Du wettest, kannst mich dann korrigieren. Ja. Ich habe das Gefühl, du wettest eine Bäckerei, die weniger Weckli macht, oder? Und so auch Kosten sparen, aber dafür gute Weckli, hast du gesagt. Und ich hätte gerne halt mehrere Bäckereien, die Leute auslesen können und dort, wo die Weckli wirklich gut sind.
dort gehen sie dann posten und die andere Bäckerei weicht halt vielleicht aus auf Vollkornbrötchen oder so. Also ich will nicht unbedingt, ich sage nicht, es muss alles zentralistisch sein und es braucht nur eine Bäckerei überhaupt nicht. Ja. Aber weniger als heute. Du hast kritisiert, dass sind jetzt zu viele Spitäler auf der Spitalliste oder so irgendwie. Also ich glaube schon, dass man von der Menge her ein Stück weit, je nach Region, es kommt auch darauf an, wir haben in gewissen Gebieten, und das ist fachspezifisch, gibt es in gewissen Gebieten Überversorgung. Und gleichzeitig, und das ist auch geschuldet an der Finanzierung schlussendlich, gibt es Fachgebiete, wo wir viel zu wenig haben. Und das ist das Paradoxen eigentlich, dass wir auf der einen Seite in gewissen Fachgebieten viel zu viel haben und in der anderen viel zu wenig. Und dann kommt der Regulator und sagt, okay, jetzt müssen wir regulieren, jetzt müssen wir doch irgendwie einen Mittelweg finden. Und dahinter steckt aber eigentlich ein krankes System, das so eigentlich nicht funktionieren kann. Und wenn ich jetzt könnte frei wählen könnte, würde ich sagen, viel mehr auf die Qualität setzen. Mhm. Und Qualität und der Qualitätswettbewerb im Moment untereinander, der findet ja nicht statt. Weil es gibt ja, ich muss ja auch als Patientin können befähigt werden, überhaupt die Entscheidung können treffen. Für das brauche ich Transparenz. Für das brauche ich aber auch. Die fehlt, gebe ich zu. Für das brauche ich aber auch, ich sage jetzt Gesundheitskompetenz. Und ich meine, wir fordern das schon lange und die Gesundheitskompetenz wird viel zu wenig gefördert. Dass man wirklich überhaupt die Entscheidung kann treffen. Es braucht eine Fehlerkultur, dass man nachher sagt, okay, das hätte man können besser machen, damit man sich verbessern kann. Es braucht aber im ganzen System nicht nur die Qualität, also auch eine messbare Qualität. Das haben wir auch. Da gibt es Instrumente. Und ich habe ja gefordert, dass man die einführt, verbindlich. Mhm. Und bin sehr enttäuscht gewesen, dass dann gekommen ist, ja nein, eigentlich so verbindliche Qualitätsmessungen. Also, von wem ist es von? Die Antwort. Die Kritik an der messbaren Qualität. Ja, also am Schluss ist es vom Bundesrat gekommen, dass sie gefunden haben, es soll jetzt doch mal die Qualität. Von deinem Bundesrat nämlich ist es gekommen. Also es ist immer noch der Gesamtbundesrat. Ja, nein, aber dort bin ich schon ein bisschen enttäuscht gewesen, weil es ist nicht eine grosse Revolution gewesen, sondern es ist nur eine Messung gewesen. Genau. Und ich glaube, das braucht einfach wirklich, wie so viel in der Politik, es braucht wahnsinnig lang und es braucht einen Kulturwandel. Und ich sage, wenn ich jetzt in 10 Jahren wieder da sitzen würde, würde man wahrscheinlich darüber reden und würde ich sagen, hey, ich glaube, jetzt sind sie verankert. Also ich würde jetzt mal darauf wetten, in 10 Jahren werden wir es rechtlich verankert, dass alle die Qualität messen. Gut, da hast du natürlich recht. Ich meine, ihr sind jetzt gerade dran, die einheitliche Finanzierung, also vom stationären Ambulanz, wäre jetzt zu technisch, das nochmal zu erklären. Aber ich meine, das ist 20 Jahre her, wo man gemerkt hat, oh, da hat man einen Fehlanreiz, weil es beim Arzt anders finanziert wird als im Spital. Und jetzt ist man, glaube ich, auf der Zielgerade, um das wirklich zu ändern. Wenn nicht nur irgendetwas schiefläuft, was in unserem System immer möglich ist. Was mich noch wundern nimmt, du hast vor die chronische Krankheit angesprochen, oder? Weil das ist, glaube ich, ein riesiges Thema, dass wir eine Gesellschaft sind, die ungesund lebt. Mhm. Und das heutige System bietet halt, ist so ein bisschen darauf trainiert, dass man dann, wenn er ungesund lebt, muss er auch gar nicht zum Arzt. Aber sobald dann etwas auftaucht, sei es Bluthochdruck oder irgendein Unfall oder so, dann man tut immer dann das, was eskaliert, tut man behandeln. Und man tut nie die Ursache behandeln von dem, was dazu geführt hat, oder? Ja. Diabetes Typ 2 im Alter und so weiter. Also, ja. Also, es ist Prävention. Also, ich meine, die ganze Vorsorge. Wir haben ein Präventionsgesetz, wo genau dort, und da hat sich der Alain Bers extrem stark dafür gemacht. Auch, wir haben das Präventionsgesetz wollen, wo wirklich dort auch Gesundheitsförderung, das hat dann der Guschmann teilweise auch noch gemacht, wo man wirklich einen Fokus drauf legt, für die Ursachenbekämpfung, weil das ist das eine. Und das andere ist, und ich komme wieder auf das Finanzierungssystem zurück, wir werden halt nicht für gesunde Menschen bezahlt. Also, nicht verdienen nicht, und ich meine das nicht einmal negativ verdienen, weil das ist ja völlig etwas Normales, sondern niemand profitiert finanziell direkt von gesunden Menschen. Das heisst, wenn man das ganz brutal würde sagen. Aber die versichert er nicht? Nein, niemand. Das heisst, ganz brutal gesagt, hat rein finanziell niemand ein Interesse, dass Menschen gesund sind. Und das ist eher eine philosophische Frage. Und dann braucht es einen anderen Ansatz. Dann braucht's, und das ist das, was ich gerne würde auch vorwärts bringen, weil ich finde, da braucht's auch, also wir können uns jetzt hier im Kreis drehen und wir finden dort bei diesem Tarif noch etwas. Und das ist auch wichtig, dass man das dort macht. Aber grundsätzlich ist einfach das System krank. Und das ist. Und Statistik ist ja brutal, dass die Krankheiten aufgrund von der Lebensweise und so weiter, dass die Zahl variiert, zwischen 80% und 90% von der Gesundheitskosten ausmachen. Und das nimmt wegen der Alter und der Gesellschaft sogar noch zu, die Rat, oder? Jetzt ist das Problem damals, ich erinnere mich gut, ist halt gewesen, dass der Alain Berset zusammen mit dem Herrn Guschmann, das hast du richtig erwähnt, hat einfach wollen, staatliche Kampagnen machen, staatliche Institutionen, und er hat wollen irgendwelche Sachen verbieten oder irgendwie Werbung für Zucker und so weiter. Weißt du, es ist halt,
Was man nie machen will, ist mit Anreiz arbeiten. Oder? Dass halt vielleicht die Versicherten belohnt werden, wenn sie gesünder leben. Warum nicht? Ich glaube eher, dass man, ich bin nicht so ein Fan davon, dass man zum Beispiel dann auch Leute, sozusagen bestraft oder belohnt, die sich dann korrekt verhalten, sondern ich glaube eher, man muss aus einer Selbstmotivation, das heisst, man muss den Menschen wie einen Rucksack mitgeben, schon in der Bildung, man muss den Menschen den Rucksack mitgeben, dass sie zum Beispiel sich gesund ernähren können, dass sie zum Beispiel die finanziellen Mittel haben, um sich gesund zu ernähren, da gehört dann zum Beispiel wirklich ein anständiger Lohn dazu, dass sie aber auch die Kompetenz haben, überhaupt wissen, was heisst, dass sich gesund ernähren, ist denn Junkfood, ja, jeden Tag ist es vielleicht wirklich ein bisschen ungesund, und ich glaube, man müsste mehr noch wirklich von dem Ganzen. Und die Plakatkampagne, das kann ich offen zugeben. Also Prävention ist nicht Plakatkampagne per se. Das kann mal sinnvoll sein für eine spezielle Kampagne. Aber Prävention ist viel, viel mehr. Und ich glaube, in deren Abstimmung 2012 hat man das wirklich, also das ist im Rot dann gesehen. Das ist ja dort im Nationalrat gescheitert. Und dort hat man wirklich die Prävention, hat man einfach die APG-Plakate gesehen und gesagt, jetzt wird einfach die Schweiz zugepflastert und dann gibt's noch ein paar Verbote von ungesunden Sachen, sogenannte ungesunden Sachen. Und das ist halt nicht, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil von der Prävention. Und ich glaube, das hat man auch nicht richtig können transportieren, dass eben Prävention, ich nenne es jetzt Vorsorge zum Beispiel, dass Vorsorge viel, viel weiter geht. Das geht mit Screenings, das geht aber eben über das Verhalten, das geht wirklich bis in die Schulenarbeit, das geht wirklich so carrying yourself. Also das ist wirklich, das geht ganz tief. Und ich glaube, dort hat die Kampagne irgendwie, oder einfach da intern hat sich dann plötzlich mal so Angst ausgemacht, es gibt einfach eine Verbotkultur. Und um das geht's nicht. Mhm. Es geht wirklich darum, auch den Menschen die Mittel geben, die Instrumente, dass sie auch gesund bleiben können. Ja, und, aber warum nicht dann auch auf Anreiz setzen, damit sie das machen? Ich meine, die Menschen, das ist richtig, sie müssen verstehen, dass sie eigentlich Herrin, Herr von ihrem eigenen Körper und ihrer Gesundheit sind. Finde ich ganz wichtig, das ist Voraussetzung. Aber warum denn nicht auch sagen, hey, wenn du wirklich etwas machst, Selbstmotivation ist nicht immer einfach, sage ich dir jetzt als Journalist, oder? Und man nicht so früh muss aufstehen wie andere. Aber nein, ich meine, ja, aber ich finde es immer schwierig, weil man tut natürlich wieder gewisse an den Rand drängen, wenn man natürlich, ich sage jetzt die ökonomischen Mittel, also ich bin immer so ein bisschen dagegen zu sagen, ja, eben man bekommt zum Beispiel Geld, wenn man sich korrekt verhält oder so, weil das hat dann immer sehr etwas sozioökonomisches und dort immer eigentlich eine Gesellschaft ein Stück weit spalten. Ich finde, man muss nicht die Schuldigen suchen, warum ist jetzt das Individuum, das ist mir wie wichtig, ich will nicht aufs Individuum ziehen, sondern ich will uns als Gesellschaft, warum haben wir zum Beispiel eine Struktur, wo, also jetzt zum Beispiel die psychische Erkrankung, die psychische Belastungen, die so stark steigen. Mhm. Ich will nicht dem einen sagen, du bist jetzt, andererseits gibt es auch noch genetische Ursachen, das darf man auch nicht vergessen, das ist nicht alles selbst verursacht. Aber ich will nicht auf das Individuum zählen, du bist der Böse, du bist krank. Sondern ich will sagen, wie kann unsere Gesellschaft, wie können wir die Strukturen ändern, damit mehr Leute eben nicht krank werden. Aber es ist natürlich auch so, und das muss man auch immer wieder sagen, auch wenn jemand krank wird, es ist nicht immer selbst verschuldet. Und dann kommt man sehr schnell, also ich habe das auch schon gesagt, dann kommt man sehr schnell so, ah ja, du bist eh selber schuld, ja, hättest halt nicht das gemacht, hättest halt nicht getrunken, hättest nicht geraucht. Und ich finde, das ist wieder der falsche Ansatz. Ich glaube, ich glaube, da führt die Gesellschaft spalten, und das ist irgendwie nicht so zielführend. Ja, auf der anderen Seite tut man natürlich die Solidarität belasten. Ich weiss, wenn die Allgemeinheit der Versicherten letztlich muss aufkommen für Leute, die ganz bewusst, man weiss, Rauchen ist gefährlich. Rauchen macht krank. Mhm. Ich meine, ist schon noch, und es kann auch sein, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo die Solidarität, die im Krankenversicherungsgesetz angelegt ist und wo auch eins von diesen Zielen ist, glaube ich, die wir erreicht haben, oder? Es wird dann einfach schon strapaziert irgendwann. Ja, aber ich glaube, wir müssen schauen, dass wir die Kosten ein bisschen gerechter verteilen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Und das andere ist, ich glaube, das Gesundheitswesen, jeder Mensch würde ja gern gesund sein. Also, ich glaube, es gibt niemanden, der sich wünscht, krank zu sein am Schluss. Und ich glaube, dass die Solidarität, die tatsächlich da ist, dass jeder auch froh ist, weil jeder kann krank werden und jede. Und ich glaube, eben, vieles kann man verbessern durch Prävention, aber man kann nicht alles verhindern. Mhm. Und man kommt dann schnell rein, ist das jetzt selber die Schuld oder ist das jetzt extern verursacht? Und ich finde, das ist nicht die richtige Diskussion, weil Gesundheit ist so eins von den wichtigsten, oder das Wichtigste im Leben. Und ich glaube, mit dem dürfen wir dann nicht mit Anreiz, mit Schuld, sondern da müssen wir wirklich die Strukturen so schaffen, dass es teilweise mit Verbot, teilweise mit, ich sage jetzt eher mit Information, teilweise mit ein bisschen Anreiz. Ich meine, es gibt ja schon,
Tabaksteuer zum Beispiel, die ist so hoch. Ich meine, da gibt's auch einen Anreiz, irgendwie finanziell nicht zu rauchen. Mhm. Und ich glaube, so Sachen muss man schon machen. Man muss auch die Industrie mit an Bord holen. Also, was für Nahrungsmittel hat man, wie macht man die Werbung, etc. Aber am Schluss ist es eine Mischung. Und das ist eben nicht nur eine Kampagne. Mhm. Und für mich ist wirklich wichtig, dass am Schluss Individuum, ob krank oder gesund, nicht verantwortlich ist dafür. Und darum finde ich es auch wichtig, dass es von uns allen nicht bezahlt wird. Mhm. Interessant finde ich jetzt, wenn ich sonst mit Sozialdemokraten über das Gesundheitswesen rede, dann kommt sehr oft, man ruft aus über Krankenversicherer und ihre administrativen Kosten. Ich finde es immer, natürlich gibt es die, aber es ist im Vergleich zum ganzen Kuchen fast nichts. Aber es eignet sich so ein bisschen populistisch. Und auf der anderen Seite über Medikamentenpreise, oder? Das kommt sehr, du hast jetzt sehr einen systemischen Ansatz. Hat das damit zu tun, weil du wirklich im Alltag mit dem schaffst? Ja, nein, ich bin jetzt schon bevor ich da geschafft habe, bin ich im Gesundheitswesen daheim gewesen. Ich tue einfach lieber die Ursachen, also so wirklich grundlegend bekämpfen. Aber natürlich, ich meine, ich finde auch, wir brauchen im obligatorischen Bereich nicht 49 Krankenkassen. Das macht schlicht keinen Sinn, weil sie mir die gleiche Leistung erbringen. Ich bin also auch eigentlich dafür, dass es eine einheitliche Kasse gibt. Auch dort den Wettbewerb streichen. Warum sind die so gegen den Wettbewerb? Es gibt doch keinen Wettbewerb. Also, das ist nur lustig, dass du Wettbewerb sagst. Ich meine, wir haben eine Liste und die Liste zeigt genau, welche Leistungen müssen gezahlt werden. Und es sind genau für alle, und das ist auch wichtig, dass alle die gleiche Leistung bekommen. Und dann darf es eigentlich keine Rolle spielen, wer es ist. Und darum funktioniert der Wettbewerb nicht. Ich sage im überobligatorischen, also in der Zusatzversicherung, da kann es von mir aus 150 Krankenkassen geben, weil dort spielt der Wettbewerb. Da kann ich Leistungen erbringen. Aber in der Grundversorgung gibt es keinen Grund. Aber, wo ich dir muss recht geben, es sind Kosten, die anfallen, aber es ist vor allem dann der Krankenkassenwechsel. Der ist vor allem teuer, da hat es eine Untersuchung gegeben, der ist wirklich teuer. Neue Kärtchen, alle neu aufnehmen. Und man muss viel höhere Reserven anlegen, weil ja alle die einzelnen Reserven machen müssen. Und man kann sonst die Reserven zusammennehmen. Aber im Gesamtkuchen ist es, ist es dann nicht so viel, aber es macht etwas aus. Für mich ist es mehr von der Gleichberechtigungsfrage, dass ich eine einheitliche Kasse für die Gleichleistung gut fände. Und natürlich bei den Medikamentenpreisen, natürlich bei den Tarifen, natürlich bei den Labor, die sind teilweise viel zu hoch, da sind wir ein Stück weit auch erpressbar und da müssen wir vorwärts gehen. Da müssen wir auch als Staat sagen, das geht nicht. Da müssen wir auch Alternativen finden. Das hat man schon gemacht. Wir haben einen Versailles-Medikamentenpreis zum Leidwesen von der Basler Pharma ja ziemlich gesenkt. Hat sie gesenkt, hat die Laborpreise gesenkt. Also er hat dort wirklich, ich sage jetzt dort, was auch in seiner Macht war, hat er viel gemacht. Aber ich glaube, irgendwann können wir wie nicht auch in der Politik nicht drum herum, die grundsätzlichen Fragen zu stellen. Und nicht nur zu schreiben, sondern dann wirklich ein bisschen die grundsätzliche Frage stellen. Aber ich meine, das sind Visionen, das muss ich ehrlich sein. Am Schluss täglich schaffe ich nicht mit diesen Visionen, sondern täglich ist es dann wirklich dort zu schreiben, dort vielleicht in einer Regulierung noch eine Verbesserung hineinzubringen, dass man das Ziel erreicht. Und das ist dann der tägliche. Gut, das gehört ein bisschen zum parlamentarischen Arbeit, dass man so die nächsten 2 Meter anschaut. Aber die grundsätzliche Frage finde ich auch ein schönes Schlusswort, dass man die auf den Tisch stellt. Wir dann spätestens in 10 Jahren, hoffentlich ein bisschen vorher, die grundsätzlichen Fragen noch einmal besprechen miteinander. Merci. Sehr gerne. Für den Besuch. Zumal. Und alles Gute. Danke, vielen Dank für die Einladung. Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, die grundsätzlichen Fragen euch interessieren, dann lasst einen Daumen da, einen Kommentar, weiterverzählen, dass das eine gute Sendung ist. Schickt mir ein Feedback, dominik.feusi@nebelspalter.ch. Ich freue mich, wenn ich etwas höre von euch. Und dann hören wir uns wieder in einer Woche, zur gleichen Zeit, wo auch immer ihr seid, direkt zu euch heim. Merci fürs Zuhören.